Hallo! Hallo! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Petonis Landleben. Wie in Teil 1 angekündigt, sind wir heute dabei und machen unser Beet hier mit der Steinkante. Wie ihr hier seht, haben wir die Steine geholt. Die haben wir günstig bei eBay Kleinanzeigen gebraucht, bei jemand anders aus dem Garten geholt. Der wollte sie loswerden und wir nutzen sie als Steinkante. Hier haben wir schon mal vorbereitet den Graben dafür. Also sprich die Fläche, wo wir die Steine reinlegen. Plan ist, dass wir heute das Beet komplett umrunden. Und ja, dafür werden wir gleich ein bisschen weiter schüppeln und dann langsam anfangen, die Steine zu legen. Und zwischendurch seid ihr natürlich immer wieder dann auch dabei. Und wir werden das dann mal hin und wieder kommentieren. Also bleibt dran, habt Spaß. So, die Rinne ist vorbereitet. Wir haben alles so ein bisschen angepasst, ein bisschen glatt gezogen. Jetzt Thorsten holt Sand, damit wir da dann einmal die Steine drin verlegen können. So, habe ich gerade noch mal ein bisschen Sand den Pferden geklaut von der Weide. Damit kann man das dann besser reinlegen, damit die Steine dann auch so einigermaßen festliegen. Und den hatten wir gerade und dann kriegen die Pferde demnächst mal neuen. Steine sind wie Schätze, die haben wir noch gefunden, hatten wir hier hingelegt und jetzt werden wir sie dann vorne mit verbauen. So, jetzt habe ich die ersten 5 Steine hier quasi mir eben geholt, ihr habt es ja gesehen, kurz mit dem Trecker. Die verteilen wir jetzt ein bisschen und dann nehmen wir hier hinten den Rest von denen, die wir heute Morgen geholt haben und mischen das so ein bisschen durch. Ja, und linksrum geht dann die Mauer oder beziehungsweise die Steinanfassung. Den vorderen Teil haben wir jetzt soweit geschafft hier. Jetzt geht es noch das Stück bis hinten und dann wollen wir da ein bisschen höher gehen hier vorne.
Wenn ihr euch jetzt fragt, wie das Ganze eigentlich funktioniert, warum ich den Sand da reingemacht habe, wir wollen die Steine hier nur lose reinlegen, also man könnte die auch in Zement oder in Mörtel legen. Wir machen das eigentlich immer nur so in Sand. Das reicht völlig aus. Wir haben einen sehr lehmigen Boden, da saugen die sich quasi fest. Und auch wenn man später mal mit dem Rasenmäher oder sowas gegenfährt, halten die eigentlich ganz gut. So ein bisschen muss man natürlich mal gucken, das ist wie ein Puzzlespiel. Ne, wenn man das hier aneinander haben möchte, dann klappt das mal sehr gut, dass man eine sehr schöne enge Fuge hat. Manchmal hat man hier eine etwas breitere Fuge, das ist aber in Ordnung. Wir versuchen das hinterher so ein bisschen vielleicht zu bepflanzen. Ansonsten kommt einfach Rindenmulch dagegen. Es sind immerhin Natursteine, es sind keine quadratischen Steine, wo man überhaupt keine Fugen hat. Und das macht man in dem Falle so, dass man hier einfach sich die Erde so weit rausnimmt. Deswegen habe ich den Boden auch vorher aufgelockert und versucht, diese Rinne zu machen. Dann puzzelt man den Stein hier so ein bisschen rein, legt ihn, dass er dann irgendwie da so einigermaßen zu passt. Und guckt dann den nächsten, wie der auch dazu passt. Ne, das ist immer so ein bisschen Puzzeln hier. Die beiden machen wir jetzt mal ein bisschen runder. Dann klopft man die entsprechend ein bisschen fest. Manchmal auch hier mit dem noch ein bisschen höher hinten. Und guckt, dass man vorne dann hier den Boden entsprechend reinbekommt. Und dann sieht das so aus wie da vorne. Ich mache das dann gleich immer so, dass ich auch gucke, dass ich dann vom Bodenniveau her hier passend bin, sodass man so ungefähr auch einigermaßen gerade kommt. Und dann geht es weiter, dass man sich erstmal hier wieder ein bisschen Luft verschafft. Macht hier den Boden rein. Und jetzt sieht man zum Beispiel hier, das ist eher so ein dreieckiger. Dann kann man den natürlich auch mal ganz locker so reinbauen. Es gibt da eigentlich, ich finde immer kein richtig oder falsch. Es muss einem hinterher letztendlich gefallen. Und wie gesagt, das sind Natursteine. Die kommen so, wie sie sind. Ne, und jetzt seht ihr, der nächste kommt dann einfach wieder als gerader rein. Ne, so machen wir das jetzt weiter und gleich zeigen wir euch dann nochmal, wie es dann fertig aussieht. Einige Steine sind noch über, wie ihr seht, und die werden wir für ein Beet nehmen, was wir hier noch bei uns am Weg haben. Da werden wir halt den Rest noch verarbeiten. Und ein klein bisschen muss ich natürlich noch auf der Rückseite verarbeiten, aber das reicht für das andere Beet trotzdem noch aus. So, jetzt gehen wir mal weiter zum letzten Teil hier. Wir haben übrigens hier, haben wir quasi immer, wenn das ein bisschen dünner war, noch mal ein bisschen Steine hintergelegt, sodass es ein bisschen aufgelockert ist. Und dann kann man hier entsprechend noch mal schön einzelne Pflanzen reinsetzen. So. Und hier besonders hinten hast du noch was anderes dir einfallen lassen. Genau, da wir ja viele kleine Steine nun auch dabei hatten, mussten wir uns überlegen, was wir mit denen noch machen. Da haben wir uns überlegt, statt Rindenmulch fassen wir die Walnuss damit ein bisschen ein, können sich dann halt die Tiere ein bisschen drin verstecken, und das werden wir noch so ein bisschen mit alpinen Pflanzen halt bepflanzen und ja, den Rest halt dann auch noch auffüllen mit Stauden, dass das alles ein bisschen hübsch und freundlich aussieht. Ja, wenn ihr jetzt gleich nochmal hier rüber guckt, das sind auch die restlichen 2 Meter, die werde ich jetzt noch machen, bevor es dann wirklich auch Abendbrot gibt und so langsam der Tag auch zu Ende geht. Einen guten halben Tag haben wir gebraucht, heute Morgen haben wir die quasi geholt mit dem Anhänger, die ganzen Steine. Jo, und den Rest mit Rindenmulch machen wir dann, wie gesagt, wenn wir bepflanzen. Ein paar Sachen werden wir jetzt im nächsten Video auf jeden Fall nochmal euch zeigen, wie wir die entsprechend ausbuddeln und hier einsetzen. Das, was wir an Pflanzen auch gekauft haben, und dann machen wir sicherlich noch 1 oder 2 Videos, denke ich, von, wie gesagt, wie es dann bepflanzt und fertig letztendlich aussieht. Ne? Also das erste Video konntet ihr ja sehen, wo wir mit dem Bagger alles abgezogen haben. Heute haben wir es ringsherum schick gemacht und der Rest kommt dann. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder dabei seid. Von daher, damit ihr nichts verpasst, gerne abonnieren, und wir würden uns freuen, Daumen hoch und einen netten Kommentar. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss!